Und was sich halt die meisten nicht bewusst sind, es ist ja nicht nur, dass es denen halt keinen Spaß macht, weil die da auf den Sack kriegen. Das Problem ist auch, wenn die auf den Sack kriegen, fehlt da dann ein Spieler. Halt. Und du stehst dann unter Umständen, wie jetzt gerade Partykeller, da und musst irgendwie alleine gegen drei Gegner rangieren. Das heißt, die versauen halt auch noch anderen den Spaß. Am besten ist alles gleichzeitig hochzubringen. Bier, das sagst du. Das sehen aber die neuen Spieler nicht ein, weil die wollen ja schnellstmöglich hoch ins High-Tier kommen. Durch, aber für mich ist 6-7 bis 9-3 gut. Unterschreibe ich. Bier, danke für dein Follow. C wieder, ne? Die Map habe ich tatsächlich mit denen hier noch gar nicht gespielt. Echt nicht? Nee. Also nicht mit dem 7-3. Ich glaube, die letzten sind Finfall-Kopf-Oder. Voll komisch. Also ich mag die Map eigentlich. Ja, ich mag die Map auch. Die Spielstände gefühlt auch mit einem Erste. Eieiei, der Brite kommt wieder nicht aus dem Tee. Also ich gehe da wieder C auf meine üblichen Positionen. Ja, danke. Einfach mal nach vorne gucken. Oder einfach alte 4. Hilft auch. Bei Panzern ist mein höchstes BR nur 6,3, aber ich bin schon bei. Wie gesagt, also ich verurteile keinen, weil der noch nicht auf 11,0 ist oder so. Wie gesagt, ich warum spiele. Das immer nur heißt. Wie meinst? Ja, also. Das achso, ist ja, das auch nur. Schon recht weit, also. Richtig. Weil da, wenn du dich da ohne Premium oder sowas hochspielen musst. Und ich finde zum Beispiel 5-7 total lustig meistens. Also außer heute Abend, aber das liegt doch vielleicht am Wochenende einfach wieder. So, wie tue ich denn jetzt am blödesten hier? Da ist einer. Also da hinten dran. Ich schmeiße Arti drauf. Muss doch erstmal. Ich habe hier leider keine Unterstützung auf der Außenbahn. Da ist noch einer hinten dran. Dann steht auch einer. Da. Da auf der anderen Seite von dem Sprintpunkt steht noch einer, im Marder oder irgend sowas. Ja, das war doch zu viel. Bitte was? Wo war der denn? Der ist links in B, ist der an der Seite vorbei schon. Ich kann nur noch mit der Flagge reinkommen. Ich bin hier zweimal gestorben und nichts gekillt. Es läuft schon wieder so geil. Ja, Wochenende. Eins. Ja, es ist nicht nur Wochenende, sorry, schau dir das halt an, stehen halt alle auf C. Natürlich können die bei B einfach gerade durchfahren. Ja, die stehen vor allen Dingen wieder. Das ist doch zum Kotzen. Ja, ich komme zurückgefahren. Ja, das bringt nichts. Schön gleich am Spawn. Noch eine
Minikeks. Ja, nee, gerade bockt halt nicht so richtig. Philipp, Tschüssikowski. Sie waren beschädigt. Jawohl. Ja, verpiss dich, Scheißbier. Ach ja. Onkel Beats, Abend. Na, alles fit? Oh shit, hier ist eine Maus auf 10. Ja, ich muss erst mal wieder reinkommen. Bei mir läuft, ja... Bisschen am Kränkeln. Runden laufen heute ein bisschen durchwachsen. Und ansonsten. Ja. Und selber? Ich komme zur C, ja? Ja, hier ist ein Haus. Ich hätte das Schiffsgeschütz nehmen sollen. Ja, mal gucken. Ich bin bald raus. Ich darf wahrscheinlich hier eh gleich. Mich erstmal außen mit irgendwas rumschlagen, wahrscheinlich. Ja, wir können auch ein anderes BR spielen, ne? Hier steht, ja, was können wir machen? Hier steht gerade an der Ecke, neben mir. Ziel unbeschädigt. Und was habe ich mit der Arte getroffen? Ja, da steht Marder in C. Drin und hier in der Ecke steht auch noch was einer. Achtung, der schaut, der hat gerade nicht ziemlich auf dich direkt bei mir. Der steht auf mir praktisch drauf. Jetzt nicht mehr. So, und der Marder steht noch im Winter C. Marder ist weg. Ja, steht noch die Maus irgendwo. Ich habe jetzt aber einen Marder-Schaden. Motor ist im Haus. Maus-Ross ist kaputt. Ja. Kann ich nachvollziehen. Nummer 1 zum, das Maus-Rohr Nummer 1 zum Ende des Spiels. Ich muss noch auf 16 Sekunden Motor reparieren. Kann ich völlig nachvollziehen, die Aussage. Das Spiel kann man halt nur hassen oder lieben. Ja, scheiße. Zweite Rohr ist auch gezogen. Aber ich muss jetzt nochmal reparieren. Ja, da war noch ein C32. Was macht der denn jetzt so? Ziel unbeschädigt, jawohl. Oh oh. Rohr wieder kaputt. Da steht noch T32 und ich muss aufpassen. Ich habe Arte drauf geschmissen. Vielleicht erwische ich den ja mit. Irgendwas habe ich auch getroffen. Ja, Ziel unbeschädigt? Scheiße. Da ist auch gerade Verstärkung zu ihrem Zulauf. Ich komme nicht durch. Willst du mich verarschen? Wie viel Millimeter hast du? 285. Also ich auch bei dem... Jo, Schütz... Nee, MG ist im Arsch. Schusshilfe, jawohl. Nee, immer noch nicht. Mann, jetzt verreck doch mal! Ach, Scheiße.
Oh, der hat mir gerade richtig den Arsch gerettet. Meine Güte. Alter, ich hab... Da hinten Schild. Hier ist schon Motor und Getriebe rausgezogen, jawohl. Er ist tot. Ja, ich bin am Turm gescheitert. So, jetzt müssten wir irgendwie aber noch B ketten. War von hinten Bären. Frei ist immer gut. Ich hoffe, er rückt jetzt da nicht weiter vor, weil wenn er sich da vorne wegwirft, dann ist C wieder schutzlos. Haben wir wieder nichts gewonnen. Fünf Abschusshilfen habe ich, meine Güte. Ich habe eine Abschusshilfe und einen Cap. So glaube ich, 492, das war ja wohl lang. Ich schätze mal auf der zweiten Linie erst. Zweiten Straße. Oder siehst du da was? Warte nicht. Aber ich glaub. Ich höre da was. Jo, tot. Da ist aber noch was. Stufe. Da. Er ist fährt hinten, der fährt hinten rum. Der hinten, also der fährt durch auf die Straße, wo du gerade standest. Warte. Der zieht jetzt auf mich, der steht in der Ecke. Wo ist die Ratte? Hier, bei mir, vorne. Wichsen? Betriebe gezogen, nee, es ist schon ein scheiß Panzer. Oh, Junge! Hast du schon nochmal Motor gezogen? Ja, hab ich ihn auch gerade schon gezogen. Abballer, ich komme nicht mal durch die Seite. Willst du mich verkackeiern? Drafttor stand kaputt. Ist hier unbeschädigt? Jetzt sehe ich nicht. Kriegst du ihn? Nein, ich sehe ihn nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Wenn ich ihn nicht sehe, dann siehst du ihn nicht. Und wenn du ihn nicht siehst, sehe ich ihn auch nicht. Ah, wieder. Jetzt habe ich mein ganzes Magazin auf den Gefahr. Oh. Scheiß Fliegerdreck hier. Da kommt ein Panzer. Wo ist. Ja, und der schießt mir jetzt den Rücken. Ja, ich kann nichts machen. Lad nach. Ja, deswegen gewährt so es immer so ein bisschen durchwechseln, das BR, die Nation und so. Irgendwann hast du da was. Ich hatte jetzt die letzten Tage und Wochen sehr viel Spaß mit den Briten. Von daher. Sehr schön. Jetzt ist PC keiner mehr. Ja, das soll man machen. Wir sind so recht, wir haben sowieso verloren die Runde hier. Ja, wenn ihr jetzt die capt danach. Die Runde ist verloren. Ach, komm. Punkte stand oben drauf. Das reißt du nicht mehr raus. Easy. Ja. Holen wir nur. Ach, Scheiße, jetzt holen sie 10.
Und wir sind zwei tot. Der Jeep nervt halt völlig. Richtung B. Mhm. Ja, Hauser, der ist einfach zu niedrig im BR. Das ist nicht zu billig, das ist zu niedrig im BR. T29, muss man aufpassen, was er da geschossen hat. G-Schütze gezogen. Schütze gezogen. Schütze wurde gezogen? Ja. Gleiskelle gezogen. Der zerstört sich! Schön. Huso, geh weg da? Wieso? Ich glaube, wenn du jetzt eine Bombe da drauf schmeißt, wäre das blöd. Ja. Okay. Ich bin tot. Das war's. Runde verloren. Komm aber dem Tiger nicht weiter. Geh runter im BR. Ohne Witz, Paul, geh auf 3-7 sind die Deutschen sehr stark. Und spiel da erstmal. Spiel dir da alle Modifikationen frei, alle die Skill, die Crews hoch vom Skillgrad her. Sammel Silver Lions, du wirst es brauchen später sowieso, weil alles sagt teuer wird. Und setz dich dann nochmal neu an die Tiger und Panther. Das ist dann so ein bisschen ein Sprung bei denen. Alternativ versuch eine andere Nation zu spielen. Russen, Amis, von mir aus auch die Briten. Und da auch, gehst du bis zu 3-7, spiel da ein bisschen rum, sammel Erfahrung und dann nimmst du nochmal die Tiger. Die Tiger sind nicht schlecht, aber die brauchen Erfahrung, also erfahrene Spieler. Und wenn du diese Erfahrung nicht hast, dann ist das mega anstrengend mit denen.
Ansonsten winkeln, wo es geht. Es gibt aber halt auch Nationen wie die Briten, die interessiert das herzlich wenig, ob du mit dem Tiger winkelst, weil die holzen hier mit 190 mm Pennen durch die Front durch. Von daher, ja. Und nutzt den Vorteil, den die Deutschen haben. Gute Kanone, geringen Bullet Drop. Also das heißt, dass die Granate nicht so schnell runterfällt auf Entfernung. Das ausnutzen bei den Deutschen.